die Eroberung Messeniens. Um die Zeit, als die ersten griechischen Seefahrer auf der Insel Sizilien sich niederließen, Land eroberten und Städte gründeten und als der Dichter Homer begannen, die Sagen der Seefahrer zu sammeln und die Geschichten von der Irrfahrt des Odysseus zu schreiben, machten sich die Spartaner daran, den südwestlichen Teil des Peloponnes zu erobern, das glückliche und wohlhabende, das fruchtbare Messenien. Einmal, wir haben schon davon gehört, war das Land Lakonien aufgeteilt worden. Und zwar in solche kleine Stücke, dass jede spartanische Familie einen Teil bekam. Nun war das schon lange Zeit her, wahrscheinlich schon 300 Jahre, und es waren viele Menschen ausgewandert auf die Inseln nach Rhodos, nach Kreta, an der Südwestküste von Kleinasien. Aber die Spartiaten hatten sich dort vermehrt und von den Losen zu 20 Hektar, von denen eine Familie leben sollte und anfangs auch sorgenlos leben konnte, lebten jetzt so viele Menschen in einer Großfamilie, dass es nicht mehr für alle reichte. Zum anderen war die Gemeinschaft der freien Spartiaten nicht wie geschaffen dazu, den aggressiven militärischen Apparat immer funktionsfähig zu erhalten. Und zum Dritten waren die Menschen in dem Nachbarland Messenien wohlhabend geworden. Messenien war ein reiches, fruchtbares Land, fruchtbarer und gepflegter als Lakonien. Und von Metone aus, dem größten Hafen Messeniens, trieben die Kaufleute Handel mit den Phönikiern, Lydern und Pyrrhigiern, und bis nach Ägypten fuhren ihre Schiffe. Die reichen Kaufleute führten das große Wort in Messenien. Und die dorischen Einwanderer, die auf ihren Gütern im Lande saßen, waren zufrieden, wenn sie das Volk in den Handelsstädten mit den Produkten ihrer Landwirtschaft beliefern konnten und dadurch ihr Auskommen hatten. Es war viel Neid, aber auch Verachtung dabei, wenn die Spartiaten auf ihre Nachbarn schauten. Aber konnte man einfach aus heiterem Himmel den freundlichen Nachbarn überfallen und ihm das Land stehlen und ihn zum Sklaven machen? Ganz sicher wusste niemand in Sparta, was die Götter dazu sagen würden. Man musste es geschickt anfangen und gut vorbereiten, wenn man es glücklich beenden wollte. Man musste auch die Götter darauf vorbereiten. Das Taygetos-Gebirge war die Grenze zwischen den beiden Ländern. In diesem Gebirge nun, direkt an der Grenze, war ein Tempel der Göttin Artemis, der Göttin der Jagd und der Amazonen, der von Gläubigen beider Länder besucht wurde. Da wurde eines Tages berichtet, dass eine Gruppe von spartanischen Jungfrauen, die zu diesem Tempel eine Wallfahrt unternommen hatten, von messenischen Raudis überfallen und vergewaltigt worden wäre. Viele dieser Jungfrauen hätten die Schmach nicht ertragen und sich das Leben genommen. Der spartanische König Teleklos, der bei diesem Tempel zufällig auf der Jagd gewesen sei, wäre herbeigeeilt, um den jungen Frauen zu helfen, und er sei von den Raudis erschlagen worden. Das war ein Vergehen ohne Gleichen. Sparta war empört, ganz Griechenland und alle seine Götter mussten empört sein. Die Messenier aber handelten, als die Sache offenbar wurde, schnell und entschlossen. Sie schickten sofort eine Kommission zur Untersuchung des Falles ins Gebirge, eine Kommission, der fatalerweise auch ehrenwerte Bürger anderer griechischen Staaten angehörten, die gerade als Gäste in Messenien geweilt hatten. Und diese Kommission verfasste nach der Untersuchung des Falles einen Bericht, der leider nicht sehr schön für Sparta aussah. Die Kommission stellte nämlich fest, dass der König Teleklos mit einer Gruppe von spartanischen Jünglingen, die in Mädchenkleidern steckten, den Tempel besucht hatten mit der Absicht, Messenier, die in diesen Tempeln kamen, zu ermorden und dann zu behaupten, diese Messenier hätten spartanische Mädchen überfallen. Die messinischen Besucher aber hatten sich ihre Haut wehren können und dabei war der König von Sparta ums Leben gekommen. Die Messinier sorgten dafür, dass diese ihre Darstellung fast gleichzeitig mit dem spartanischen Bericht überall in Griechenland bekannt wurde. Pech für Sparta. Aber die Affäre war der Anlass für den offenbaren Ausbruch der Feindschaft zwischen den beiden Ländern. Und wenn die Spartaner darauf verzichteten, Auslieferungen der Schuldigen und Schadensersatz zu fordern, auch wenn sie für fast ein Menschenalter den Gedanken an einen Überfall auf Messenien aufgaben, Griechenland glaubte den Messeniern. Die Spartaner ließen den König Teleklos ungerecht, aber sie hatten immer wieder neue Gründe, sich mit Messenien zu streiten. Der endgültige Kriegsverband war ein Streit um eine Rinderherde.
ein reicher messinischer Adliger, einer in Hellas bekannter Mann, denn er war ein großer Sportsmann und Olympiasieger, schloss mit einem Spartaner einen Vertrag, dass seine Rinderherde die Weiden des Spartaners nutzen dürfe. Der Spartaner erhielt dafür die Milch eines langen Sommers und auch noch Geld. Der Spartaner aber verkaufte heimlich die Herde und schickte einen Boten nach Messinien, diese sei von Seeräubern gestohlen worden. Die messinischen Hirten aber, die die Rinder gehütet hatten, machten der Spartaner zu seinen Sklaven. Niemand wird eine solche Handlungsweise billigen können, aber manchmal eben versuchen Menschen, mit solchen Schurkereien Geschäften zu machen. Und es wäre für unseren Spartaner auch alles gut verlaufen, wenn einer der Hirten nicht entkommen wäre und in Messinien den Betrug aufgedeckt hätte. Da kam der messinische Adlige nach Lakonien und siehe da, er fand seine Herde wieder und auch seine anderen Hirten, die immer noch gefangen gehalten wurden. Er ging nach Sparta zur Gerusia und erhob Klage. Der listige Spartaner tat zerknirscht, bekannte sich schuldig und erklärte sich bereit, den Schaden zu ersetzen. Der Messinier war mit einer Wiedergutmachung einverstanden. Er schickte seinen Sohn, um das Schadensgeld abzuholen. Der Spartaner erschlug diesen Sohn und behauptete, dieser Kerl hätte mit Gewalt das Doppelte der vereinbarten Summe von ihm erpressen wollen. Die Gurusia in Sparta aber erklärte, nun sei der Fall so kompliziert geworden, dass niemand mehr durchschauen könne und Messinien solle Ruhe geben. Die Messinier wollten auch Ruhe geben, nicht aber der messinische Adlige. Er kam heimlich nach Lakonien, um seinen Sohn zu rächen. Das war der Beginn eines 20 Jahre lang dauernden Krieges. Es endete damit, dass Messinien eine spartanische Provinz wurde und alle Messinier spartanische Sklaven. Die Messinier konnten 20 Jahre lang Widerstand leisten, weil ganz Hellas ihnen half und weil sie reich genug waren, ein Heer aufzustellen, das den Spartanischen an Zahl überlegen war. Von überall her kamen die kriegslustigen jungen Burschen und dienten im messinischen Heer. Das blühende Land wurde in diesen endlosen Krieg verwüstet und beide Seiten kämpften bis zur Erschöpfung. Die Messinier, sagten die Historiker, verloren den Krieg trotz aller Tapferkeit, weil sie endlich kein Geld mehr hatten, die Soldaten zu bezahlen. Die Soldaten waren müde geworden, der Kampf schien aussichtslos und wenn sie nicht einmal Sold bekamen, machte es keinen Spaß, Söldner zu sein. Alle Messinier verließen ihr Land, diejenigen, die blieben, wurden spartanische Staatssklaven. Messinien wurde aufgeteilt und spartanische Familien übergeben. Die Spartaner wollten nicht, dass sich das Volk von Lakonien mit den Menschen in Messinien mische. Auch ein Perioke oder ein Helote Spartas durfte keine Messinierin heiraten. Sie hatten diesen langen, grausamen Krieg, in dem alle anderen griechischen Staaten Messinien halfen, in unangenehmer Erinnerung, die unangenehm blieb, auch als lange Zeit schon vergangen war. Sie wussten, dass niemand in Hellas ihr Vorgehen billige und dass alle Griechen der Meinung waren, dass ein Grieche nicht Sklave sein dürfe, und dass er eher sterben müsse, als Sklave zu sein. Die Spartaner hatten ein schlechtes Gewissen, das sie zur sonderbaren Handlung führte. Sie schlossen mit den Einwohnern Messiniens keinen Frieden, sondern sie wollten immer und ewig im Kriegszustand mit ihnen leben. Jedes Jahr im Herbst rückte ein spartanisches Heer in Messinien ein, hielt dort eine Manöver ab und in allen Städten und Dörfern überall, wo Menschen wohnten, bliesen die Trompeter Kriegssignale und hefteten an die Rathäuser und Stadtmauern Kriegserklärung an, in denen die Messinier aufgefordert wurden, sich zum Kampf zu stellen, den Krieg fortzusetzen, Widerstand zu leisten, wenn sie es wagten. Die Messinier nahmen es schweigend hin und gewöhnten sich an diese Kriegserklärungen. Aber zweimal noch im Laufe der griechischen Geschichte erhoben sie sich gegen ihre brutale Unterdrücker. Zweimal noch kämpften sie für ihre Freiheit, ohne Rücksicht darauf, dass die Aussicht auf einen Erfolg gering war. Und obwohl sie nur wenig und schlechte Waffen hatten und obwohl Sparta noch mächtiger und größer geworden war als beim ersten Krieg. Der zweite und dritte messinische Krieg sind ehrenvoll für die Messinier, auch wenn sie verloren wurden. Oder vielleicht gerade, weil sie geführt wurden, obwohl es von Anfang an wenig Hoffnung auf ein Gelingen gab. 77 Jahre nach dem Ende des ersten Krieges griffen die Messinier erneut zu den Waffen. Argos, Argatien, und Elis hatten ihnen Hilfe zugesagt, aber es war eine Hilfe mit halbem Herzen. Diese drei Staaten der nördlichen Peloponnes hatten zu großen Respekt vor der Stärke Spartas,
als dass sie offen und mit aller Kraft den Messeniern beizustehen wagten. Der Anführer der Messenier hieß Aristomenes. Er war nicht nur tapfer, sondern auch klug und findig und listig. Er liebte die Freiheit über alles. Er wollte lieber, dass Messenien untergehe, als noch länger die Sklaverei erdulden. Er hatte den Zeitpunkt des Losschlagens klug gewählt. Die Spartaner, die in sturer Gewohnheit schon 77 Mal Messenien den Krieg erklärt hatten, waren vollkommen überrascht, als sie zum Kampf kamen. Das ganze Land erhob sich und überall wurden die Spartaner erschlagen. Nur wenige konnten über die Berge fliehen und die Kunde nach Sparta bringen. Am Fuße des Kaidekos-Gebirges kam es zu einer großen Schlacht, in der es den Spartanern nicht gelang, die Messenier zu schlagen. Es wurde einen ganzen Tag lang von Morgengrauen bis zum Abenddämmerung gekämpft. Beide Seiten erlitten große Verluste. Die Spartaner, die mehr an eine Polizeiaktion gedacht hatten und auf einen großen, mühsamen Feldzug nicht vorbereitet waren, zogen sich, als es Nacht wurde, über das Gebirge zurück. Aristomenes allein, so wird erzählt, soll in dieser Schlacht mehr als 200 Spartiaten getötet haben. Die Messenier trugen ihn am Tag danach die Königswürde von Messenien an, aber er lehnte es ab. Er wollte nicht, dass in Messenien ein König regiere, er wollte nur oberster Feldherr sein. Ob das Land eine Demokratie oder ein Königtum werde, sollte eine Volksversammlung nach siegreichem Ende des Krieges entscheiden. Die Messenier waren damit einverstanden. Dieser erste Erfolg über die Spartaner hob ihr Selbstvertrauen. Dieser Erfolg verwunderte ganz Griechenland. Er hatte zur Folge, dass viele Staaten Geld und Waffen und Soldaten nach Messenien schickten. Aristomenes erschreckte die Spartaner durch seine Verwegenheit. Nur einige Tage nach der großen Schlacht drang er nachts mit einer kleinen Gruppe ausgesuchter Freunde in die Stadt Sparta ein und überwältigte die Wachen, die sich gegen ihn stellten. Ehe er in der völlig überraschten Stadt Alarm gegeben werden konnte, war er schon im Zentrum auf dem Appellplatz bei dem alten Zeus-Tempel, dem Hauptheiligtum der Stadt, und hängte dort sein Schild auf, mit der Inschrift Aristomenes zum Denkmal des Sieges über die Lakonier. Er und alle, die ihn begleitet hatten, entkamen, da es immer nur kleine Gruppen waren, die sich ihm entgegenstellten. Es wurde bei diesen Unternehmen viele Spartaner getötet, aber kein einziger Messenier. Die unentschiedene Schlacht, die Kühnheit des messenischen Feldherrn und der offenbare Beweis, dass Sparta schlief und der mühsam aus seinem Schlaf erwachte, verwirrte die Spartaner. Wie konnte der große Zeus eine solche Schändung seines Tempels zulassen? Sie beschlossen, eine Gesandtschaft nach Delphi zu schicken und dort nach dem Ausgang des Krieges zu fragen. Die Gesandtschaft reiste nach Delphi, das Orakel lautete: Wenn ihr von den Athenern einen Feldherrn erbittet, werdet ihr mit dessen Hilfe die Messenier schlagen. Das war ein harter Spruch für so stolze Soldaten, wie es die Spartaner waren. Viele waren der Meinung, man sollte überhaupt nicht darauf hören, es sei nichts als Hohn und Spott dieser delphischen Priester. Ganz Griechenland werde darüber lachen, wenn man sich diesem Orakel beugte. Andere wiesen auf die große Ehrfurcht hin, deren sich Delphi erfreute, und auf die hundertfachen Beweise dafür, dass seine Orakel wirklich von den Göttern kämen. Sie wackelten bedenklich mit den Köpfen und sagten, dass Sparta eine große Dummheit begehen werde, wenn es dem Orakel nicht folge. Wenn man schon Delphi um Rat fragte, niemand zwang einen ja dazu. Man tat es freiwillig und die Spartaner hatten es eigentlich auch nur deshalb getan, um nach Möglichkeit zu verhindern, dass ganz Griechenland in diesem Krieg sich gegen sie vereinigte. Und wenn man also schon fragte, dann war man auch verpflichtet, dem Orakel zu folgen. Diese Meinung setzte sich durch. Sparta schickte eine Gesandtschaft nach Athen und er bat für einen notwendig gewordenen Feldzug gegen Messenien einen tüchtigen Feldherrn. Die Athener, die in offizieller Eigenschaft mit dieser Gesandtschaft verhandelten, lachten natürlich nicht, sondern blieben ernst. Aber alle anderen waren fröhlich. Eine spartanische Gesandtschaft hat selten ein so lachendes Athen gesehen. Spartanische Soldaten haben es gelernt, trocken und eisern keine Miene zu verziehen. Außerdem war den Spartanern neugierig, wie Athen sich verhalten würde, denn sie wussten ja, jeder wusste es, dass alle Sympathien Athens auf Seiten Messeniens lagen.
Die Athener dachten über die spartanische Bitte nach und sahen sich außerstande, sie abzulehnen. Es hätte lange und böse Feindschaft bedeutet. Sparta und Athen, soweit ist das nicht auseinander. In einer knappen Woche konnte ein spartanisches Heer vor der Stadt stehen. Gab es einen athenischen Feldherrn, der diese Aufgabe reizte? Sie wurden alle befragt. Niemand wollte nach Sparta. Da ernannte die Stadt einen athenischen Bürger, der noch nie Militärdienst geleistet hat und der das auch nicht konnte, weil er labte. Einen Sänger und Dichter, einen Hinkefuß und Schwächling, einen Mann aus einer guten Familie, aber nie etwas zum Ansehen seiner Familie beigesteuert hatte, weil er, anstatt sich irgendwo nützlich zu machen, Verse reimte und auf den Marktplätzen sang. Da ernannte die Stadt diesen lahmen Dichter Tyrtaios zum Feldherrn, den man Sparta in Freundschaft und Hochachtung zur Verfügung stellte. Tyrtaios, ein athenischer Bürger von etwa 50 Jahren. Die spartanische Gesandtschaft nahm diesen Tyrtaios ohne einen Kommentar, aber mit gemessenen Dankesworten und reiste ab. Ganz Griechenland lachte. Ich glaube, die Griechen, die immer schon liebend gern jede Gelegenheit zum Lachen freudig ergriffen, lachten damals hemmungslos. Und Tyrtaios, da ist man nun Dichter und man ist auch ein Krüppel. Aber so lächerlich ist das doch alles gar nicht. Er sagte, als er sich von der Überraschung erholt hatte, ja zu dieser Reise. Der Wunsch, seine Vaterstadt, war für ihn so viel wie ein Befehl gewesen, den man nicht zurückweisen konnte. Einer musste nach Sparta. War es wirklich solch ein Grund zum Lachen, wenn man einen Dichter schickte? Aber genauso sehr wie alle anderen Griechen lachen, werden die Spartaner böse sein. Wie wird es dem armen Tyrtaios in Sparta ergehen? Nun, es erging ihm nicht schlecht. Man quartierte ihn im besten Hotel Spartas ein, gab ihm alles, was ein Mensch zum Leben brauchte. Auch Tontafeln und Griffel und Papyrus, frisch aus Griechenland und aus Ägypten. Denn er war ja schließlich ein Dichter und ließ ihn in Ruhe. Er, der Tyrtaios, konnte offensichtlich nichts dafür, dass die Athener solche Scherze machten. Sparta rüstete sich zum Krieg gegen Messenien, mit oder ohne einen athenischen Feldherrn. Und nun kommt das wirklich Ulkige der Geschichte. Als Tyrtaios sich ein bisschen in Sparta umgesehen hatte, gefiel ihm diese Stadt. Er kannte sie vorher noch nicht. Er hatte manches Skurrile von ihr gehört. Aber es war eine schöne Stadt, sauber und mit Blumen geschmückt und weit dahin gestreckt. Die Hänge hinauf von Eurastal an, mit schönen Tempeln und Bildwerken geschmückt, mit Bädern und großen, komfortablen Bädern, mit Sportplätzen, mit all diesen Gemeinschaftseinrichtungen, die ganz anders als in Athen oder in jeder anderen Stadt sonst auf der Welt das Leben aller Menschen bequem machten. Und es gab Musik, da hatte jeder einzelne Stadtteil sein Musiktheater, da hatte jeder Club seinen Soldatenchor, da hatte jedes Internat der jungen Mädchen seine Kapellen und Chöre und Tanzgruppen. Man konnte durch die Stadt gehen, wann man wollte, und es wurde überall musiziert. Es gab das große Konservatorium, an dem Terpander lehrte. Terpander, der berühmte Musiker Griechenlands. Es ist der Mann, der als erster ein einheitliches Tonsystem erschaffen hat. Die sieben Tonleiter mit ihren sechs Intervallen. Überall, wo Griechen wohnten, und Griechen wohnten überall, wurden nach Terpander musiziert. Tyrtaios ging hin, um ihn kennenzulernen, und siehe da, er wurde von Terpander 26 Jahre älter als Tyrtaios mit aller Herzlichkeit aufgenommen, denn dieser Terpander, ein großer, strenger Künstler, einer der Großen in der Musik, kannte Gedichte von Tyrtaios und war empört über die Athener, die mit einem Dichter nichts anderes anzufangen wussten, als ihn lächerlicherweise zum Feldherrn zu ernennen und vorzuschicken. Tyrtaios wurde von Terpander mit wirklicher Gastfreundschaft aufgenommen. Er lernte durch ihn auch alle anderen Musiker kennen, die am Konservatorium in Sparta unterrichteten, und auch die Dichter, Bildhauer, Maler und Sänger, von denen mehr in Sparta lebten als in jeder anderen Stadt Griechenlands. Tyrtaios, ein in dem reichen Athen verachteter, wegen seiner Versponnenheit und seines lahmen Beines verspotteter Dichter, der dort nie Anerkennung und Achtung errungen hatte, wurde in Sparta aufgenommen wie ein vollwertiger und ernsthafter Mensch.
Da wurde er in Sparta zum großen Dichter, zum ernsthaften, vollwertigen Menschen. Er ging, weil er keinen Ausweg sah nach Sparta und glaubte, nichts anderes erwarten zu können, als das, was ihm auch in Athen sicher war, Hohn und Spott. Er fand Freunde dort, die ihn verstanden, die ihn achteten und förderten. Alkman zum Beispiel, den Dichter und Komponisten, etwa so alt wie Terpander, der vor vielen Jahren schon als Sklave aus Kleinasien nach Sparta gekommen war. Dort wurde er freigelassen, als sich seine außerordentliche Begabung zeigte. Jetzt war er der berühmteste Chormeister Griechenlands. Er hatte einen Kinderchor aufgebaut, der so rein und unirdisch singen konnte, dass aus aller Welt die Menschen nach Sparta kamen, ihn zu hören. Alkman, er dichtete Liebeslieder, so tief empfunden, so einfach bäuerlich und stimmungsvoll, dass viele Menschen erst, wenn sie diese Gedichte kennengelernt, verständlich wurde, wie es die Götter mit der Liebe wohl gemeint haben mochten. Tyrtaios gefiel es in Sparta. Er wurde Spartaner. Wenn er schon dort war, niemand vom Heer kümmerte sich um ihn, obwohl er doch noch dem Orakel von Delphi dazu bestimmt war, den Krieg gegen Messinien gewinnen zu helfen, dann konnte er auch für die Spartaner Lieder machen. Er schrieb Soldatenlieder. Alkman und Terpander halfen ihm, diese Lieder zu vertonen. Tyrtaios schuf die schönsten Soldatenlieder, die in Sparta je gesungen wurden. Seine Lieder wurden Schlager, wurden Erfolge. Der Kinderchor seines Freundes Alkman führte sie auf. Eine Woche später schon wurden sie von allen Soldaten gesungen. In allen Clubs und in allen Schulen. Es waren Lieder von der Treue zum Vaterland, lustige Lieder, traurige Lieder, von der Schönheit des Soldatenlebens und von der Traurigkeit des frühen Todes. Es waren Lieder von der Notwendigkeit, sich an die Gesetze des Staates und des Lebens zu halten. Und es waren Lieder von der Liebe zum Vaterland, der die Liebe zu den Mädchen vergessen lässt. Alle diese Lieder hatten jene sentimentalen Ton vermischt mit der Bekenntnis zu den Freuden des Lebens, der allen Menschen, die vor einer ungewissen Zukunft stehen, Trost ist. Und der sie oft am Nachdenken darüber hindert, ob sie ihr Leben wirklich für eine gute, gerechte Sache einsetzten. Tyrtaios war kaum 6 Monate in Sparta, da war er der populärste Dichter des Landes. Und da sagten kluge Leute, dass Delphi recht hätte mit seinem Orakel, dass ein athenischer Feldherr Sparta retten werde. Aristomenes, der messinische Feldherr, fügte den Spartanern harte Verluste zu. Die Messinier zogen sich von der fruchtbaren Ebene in die Berge zurück und entwickelten eine Art Partisanenkrieg, bei dem die Stärke des spartanischen Heeres ihre Phalanx unwirksam blieb. Messinien war ein Land mit vielen Bergfestungen. Jeder zweite Berg war zu einer Festung ausgebaut, die für die schwer bewaffneten Hopliden unannehmbar schien. Der Krieg dauerte 19 Jahre. Einmal hatten die Spartaner den Helden Aristomenes gefangen, aber er entkam ihn wieder. Als alles Land seit vielen Jahren unbestellt nur noch eine Wüste schien und als es den Anschein hatte, als würden beide Völker, die Spartaner wie die Messinier, an diesen endlosen Gemetzel verbluten, boten die Spartaner dem Aristomenes und alle Messinier, die ihn begleiteten, freien Abzug aus ihren Befestigungen an. Aristomenes, dem die Priester weissagten, dass die Götter ein freies Messinien nicht wollten, ging auf dieses Angebot ein. Er verließ mit allen vornehmen Familien, mit Frauen, Greisen und Kindern seine Heimat. Viele blieben in Elis, Arkadien oder Argos. Viele gingen nach Sizilien oder auf die Inseln der Ägäis. Viele gingen nach Afrika oder Kleinasien. Aber die Kaufleute und Bauern blieben und wurden wieder spartanische Sklaven. 160 Jahre lang war Frieden in Messinien. Dann kam es noch einmal zu einem Sklavenaufstand gegen Sparta, der 3. messinische Krieg. Er dauerte 6 Jahre und wieder behielt Sparta die Oberhand. Sparta war ein Staat, in dem Menschen große Erfindungsgabe darauf verwandten, Verhältnisse zu schaffen, die von Dauer sind. Aber sie schufen ungerechte Verhältnisse, die die Herrschaft der Spartiaten über die große Mehrheit der Heloten sichern und ihnen gestatten sollten, immer mehr freie Griechen zu versklaven. Deshalb war Sparta, auch wenn es uns einzelne Formen des gemeinschaftlichen Lebens der Spartiaten nicht unsympathisch erscheinen, ein reaktionärer Staat. Und wir werden noch sehen, dass Sparta immer die konservativen, fortschrittsfeindlichen und antidemokratischen Kräfte in den Auseinandersetzungen zwischen den griechischen Staaten unterstützte.